Was geht ab mit Apfelring Krieger? Willkommen bei einer neuen Folge bei uns als Podcast. Und heute einen ganz speziellen Gast, nämlich den Amar. Was geht ab, mein Lieber? Auch der Frank ist wieder dabei. Aber zuerst einmal das Intro. Let's go. Let's do it. Alhamdulillah. Auf eure Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Leute, grüßt euch. Mein Name ist Amar47. Ich nenne mich nicht gern so, aber Rapper. Mach auch ein bisschen Boxen zwischendurch, weil die ganzen Rapper und Influencer, die boxen sich ja auch durch die Gegend. Und ich dachte, ich misch mal mit und schlag die einen nach den anderen K.O. Ja. Das ist meine Mission, Bruder. YouTube, Boxen, Musik, alles gerade, was ansteht. Das hast du ja mittlerweile gut geschafft, weil du hast nämlich schon 2 Boxkämpfe bestritten. Den einen in der 2. Runde gewonnen, den anderen in der 1. Runde. 18 Sekunden, um genau zu sein. Bist du arg, oder? Abgefeuert, ich glaube 35 Schläge. 38, ja. In der Sequenz, ne? Also laut dieses, keine Ahnung, Moderator, Kommentator, ja, waren es 38, 40 Schläge, 18 Sekunden stimmen, da habe ich nachgeguckt. Ja, die Sache ist, ich hatte eine gebrochene Rippe an diesem Kampf. Oder eine angebrochene. Ich habe mit Senat Gashi Sparring gemacht und sobald die Kamera läuft, muss der immer übertreiben, das ist seine Art. Und man sieht auch, wo ich dann so Siegesfeier mache, sieht man noch genau hier richtig, wie es schön lila ist. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn der Typ mir einen Schlag, wenn es nur gegen den Brustkorb ist, du weißt, ich kam die Treppen kaum hoch. Habe ich gesagt, weißt du was, ich setze alles auf eine Karte. Sobald ich einen Jab durchsetze, feuer ich einfach los. Hat geklappt, war sowieso eine Weichwurst, habe den kurz einmal zur Matsche bearbeitet und weg damit. Ja, gut. Ja, eben. Ja, stabil, ne? Schon, sieht doch stabil aus, ja? Ja, schaut doch stabil aus. Ja. Kannst du schnell mal abschneiden. Sieht gefährlich aus. Vielleicht sollte mal die Haare ein bisschen abschneiden, aber... Also wenn du solange die 5 Kilo Gel-Tube noch hält, ist ja in Ordnung. Schau, ich bin Bulgare, bei uns normal, Gold, Haare, Du bist wirklich Bulgare? Ja, ich bin ein Bulgare. Der erfüllt ja jedes Klischee, Bruder. Money, money. Langgeleckte, ungewaschene Haare nach hinten gekämmt. Spaß, Bruder. Ey, ihr habt gesagt... Ich habe auch sogar Satelliten. Ihr habt gesagt, jeder feuert, was er will. Also im Rahmen des Respekts, ne? Feuer? Bei dem muss man ja auch nicht viel machen. Da macht er eigentlich alles selber schon. Deswegen. Ja, trink, Bruder, trink. Okay, aber kommen wir zum Hauptthema. Denn du bist nämlich momentan in den sozialen Medien wieder sehr im Gespräch durch diese Aktion. Die Entgürtelung. Genau, die Entgürtelung. Ich hab ja einen neuen Titel bekommen. Ich kriege ja immer neue Titel dazu. Aktuell bin ich der Entgürtler. Okay. Ich habe mir das auch jetzt als Aufgabe genommen. Die Leute, die, hast du zufälligerweise einen Gürtel? Ja, ich habe 3. Okay, dann kann sein, dass wir uns demnächst irgendwann mal sehen. Oder mach mal das Fenster zu, hier ist Durchzug, nicht, dass der Bruder wegfliegt. Nicht der, sorry. Ich bin Bulgarisch Airlines. Der wusste es, ey, sorry. So, ihr wolltet das, deswegen, aber okay, um zurückzukommen. Ja. Der Endgürtler. Ich habe ihn den Gürtel weggenommen, natürlich will ich auf so eine Art und Weise keinen Gürtel haben. Ich bin ein Mann, ich will darum kämpfen, ich will dafür bluten und Blut sehen. Aber ihr habt die Vorgeschichte gehört, wahrscheinlich werden wir gleich drauf näher eingehen. Ich habe einfach nur mein Wort gehalten. So, deswegen, ich weiß nicht, in welchen Abständen du welche Fragen stellen willst, deswegen haue ich jetzt noch nicht die Hauptinformation raus, aber ich bin noch sehr, sehr human gewesen, finde ich. Ja, ich habe heute im YouTube was gesehen und zwar, es wird nicht bei AAA gekämpft. Wer sagt das? Andere Location wegen mehr Kapazität, mehr Geld, richtig? Bruder, weißt du was, ich kämpfe gar nicht mehr in Tschechien, auch nicht einen anderen Gegner, ich kämpfe gar nicht mehr. So. Ich kämpfe nicht in Tschechien im Casino, egal gegen wen. Wegen Geld, wegen Kapazität, weil mein Name so groß geworden ist und so weiter und so fort. Die sollen in Berlin. Gern geschehen, Dudi. Ich hab dich so, du wolltest Fame, ich hab dich bis zu Carsten Stahl gebracht. Ja. Gern geschehen, Bruder, auf meinen Nacken. Ja. Würdest du gegen ihn kämpfen, auch wenn es nicht bei AAA ist? Ich kämpfe nur bei AAA. Und das sind auch Brüder von mir und solange alles so bleibt, wie es ist und der Respekt als Bruder da ist oder da nichts irgendwas Komisches dazwischen kommt, was auch gar nicht im Raum steht, werde ich auch nur bei AAA kämpfen. Ich habe gesagt, wenn eine andere Veranstaltung ich kämpfen sollte, dann ist das eine Sache, die wir mit AAA besprochen haben, die vielleicht in Kooperation arbeiten oder. Aber ich bin so ein Mensch, da wo es mir gut geht, da bleibe ich auch. Und ich bin auch ein loyaler Mensch. Ich werde jetzt nicht zum Feind vom AAA gehen und da kämpfen, weil du die sonst nicht kämpfst. Gut, dann soll du die nicht kämpfen. Soll auf die Straße kommen, machen wir das da. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber. Gehört, ihr macht so 1-1, wenn sie es, ne? Auf der Straße. Bruder, ich habe ihm, bevor dieser Beef angefangen hat, sogar ein 2-1 angeboten. Den Abu Hamza, den ich in der 2. Runde da weggehauen habe, ja. War es ja da. Ja. Da habe ich ihm gesagt, komm, wenn du Angst hast, ne? 2-1. Also nicht zusammen, sondern erst du und dann du. Hat er auch nicht, oder erst du und dann die.
Auf jeden Fall habe ich, hat er nicht angenommen. Okay. Jetzt, deswegen ist das Angebot auch jetzt verflogen, weil jetzt ist der, ist die Suppe am Kochen. Jetzt weiß er, ey, er kann ein bisschen mehr Geld verlangen. Reichweite, er hatte jetzt schon wieder ohne Ende Reichweite bekommen, hat ja auch immer tausende Zuschauer. Jetzt will er den Kampf selber, weil er ist ja einer, der, den geht es hauptsächlich darum. Ja? Mir geht es in dieser Sache nur darum, dass das, was gesagt wurde, eingehalten wird. Jetzt ist ein Streit passiert, jetzt will ich, dass dieser Streit auch wie Männer geklärt wird. Aber klar, wir wollen alle Fame. Diese Videos machst du auch nicht einfach nur so. Klar willst du deine Klicks erzielen, aber die Frage ist, wie weit? Wie weit bist, was bist du dafür bereit zu geben, zu opfern, verzichten oder vielleicht auf deine eigenen Werte zu verzichten, was ich 0% bereit bin für. Deswegen habe ich auch gesagt, dieses Problem will ich auf die Straße klären. Wenn es nicht anders gibt, machen wir im Ring. Ja. Aber 2 gegen 1 und so diese Geschichten, was vorher alles Promo war, ist vorbei. Jetzt ist das ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hat ja auch noch gesagt, ja, wir können noch MMA, Berner, ich sag mal zu, sprich nicht aus, was du nicht machst. Ich habe auch noch nie MMA oder so gemacht, aber ich nehme das an. Und du wirst es nicht annehmen. Ich bin behindert, ich gehe in jede Scheiße rein. Ne? Aber er ist jetzt, hat er sich dann ein bisschen zusammengerissen und ist wieder beim Boxen gelangt. Angeblich, ich habe heute gehört, ist der Gürtel zurückgeschickt worden. Der kommt in 2 bis 3 Tagen bei ihm an. Wenn das passiert, habe ich schon vor, habe ich schon bei seiner ersten Lüge gesagt. Wenn das passiert, gehe ich ins Internet und sage, der Typ ist der krasseste, den es gibt. Auf jeden Fall, ich habe den Gürtel. Erstmal gesagt, der wird jetzt 2, 3 Tage, guck mal, alles, was ich sage, kannst du im Internet finden und alles, was ich einhalte, kannst du auch im Internet finden und man sieht das ja. Ich habe vorher gesagt, ich mache das und das, habe das auch gemacht. Ja. Danach habe ich gesagt, der Gürtel bleibt erstmal 2, 3 Tage bei mir, genau. Ich bespaße mich damit und mache ein paar TikTok-Videos und dann werde ich den rechthabenden Besitzer, weil er ist ja nicht der Besitzer, ja. Das ist ein Wanderpokal. Ja. Aber auch deswegen nicht, also nicht nur deswegen, sondern ich habe gesagt, ich werde es dem rechthabenden Besitzer zurückbringen. Persönlich, das ist eine Freundin von mir, ich musste sowieso in die Nähe einmal dahin. Wir haben uns eh lange nicht gesehen. Und diese Undankbarkeit, ne, ist einer der Sachen, die mich bei diesen Typen aufregen, so wie er unseren den Namen Allah und Wallah und so welche Sachen ausspricht. Das ist so, wo ich ihn wirklich so brechen will für und auch höchstwahrscheinlich werde. Ohne zu groß zu reden, deswegen höchstwahrscheinlich. Immer gottesfürchtig sein. Auf jeden Fall. Ein Mensch, dessen eigener Wert nicht so wichtig ist, dass er sagt, ey, egal was passiert, ich muss ein Mann bleiben. Egal was passiert, ich muss ein Muslim bleiben. Oder wenigstens ein Gangster bleiben. Ja? Von denen kannst du nicht... Bist du dir ein Gangster? Ich bin kein... ist du dir ein Gangster? Ja. Du bist kein Gangster, nein. So. Es gibt ein paar Gangster in seinem Umfeld, aber die nehmen den auch nicht für voll, glaube ich. Aber es ist ja auch egal. Das Problem ist... Echte Gangster im TikTok Live? Ja, aber nicht die am Matchen sind für Strafen. Ist Dudi ein Gegner, den was man ernst zu nehmen hat? Oder ist er für dich, dass du sagst, ja, er ist sicher nicht zum Unterschätzen, aber er wird keine Gefahr darstellen für mich? Also ich sag mal so, wir haben ja in der Vergangenheit etwas gelernt, was uns ja zum Beispiel die Religion schon seit Anfang der Zeit sagt. Nicht zu hoch, also nicht hochnäsig denken. Also wir haben es ja bei einem Bruder wie Manuelsen gesehen, ich sag euch blind, Manuelsen tötet böse Mann in den Ring. Nur der einzige Grund, warum der diese 2 Male nicht gewonnen hat, ist, weil er zu groß geredet hat. Und der ist gar nicht überheblich. Der hat einfach so viel Feuer gehabt in sich, weil so viel Hass da drin war. Manuelsen ist der Letzte, der überheblich ist. Ich schwöre dir, er macht eher den Kopf runter als du. Auch als Bruder, er sagt lieber, nein, egal, Bruder, so. Komm, du bist der Stärkere. Er ist eher sein Charakter. Aber da ist so viel Hass gewesen, dass der sich auf alles konzentriert hat, nur nicht auf ruhig bleiben, konzentrier dich auf deinen Kopf, konzentrier dich auf den Kampf und lass dich nicht provozieren von den Typen. Ne? Richtig. Und deswegen hat er verloren. So, das heißt, es ist alles möglich. Dieser Typ, der gegen Manuelsen gewonnen hat, hat gegen einen Dudi verloren. Das heißt, wir sehen, es ist alles möglich. Ja. Wir haben ja auch deinen Kampf gesehen. Ja. Gegen den Typen, gegen den es Stress gibt. Du hast den ganzen Kampf gemacht und am Ende hast du verloren. Warum? Ja. Wegen einem Schlag. Ich war auch mit dem Kopf nicht dabei, genauso wie du sagst. Aber du hast ja am Anfang dominiert. Du hast ja das Ding gemacht. Man hat gesehen, ey, der Typ hat was drauf. Aber am Ende hast du wegen einer Kleinigkeit, das kann nur eine Sekunde sein, ein falscher Moment, ein Gedanke, vielleicht denkst du an zu Hause gerade oder du bist schon mit Hass gekommen. Verstehst du? Deswegen will ich nicht groß reden. Also ich gebe auch das immer, was mir, also ich habe Sachen gedacht, die ich sehr gut kann, womit dann Leute die Ahnung haben, wie zum Beispiel Abu Khudaifa, die dann, der ist mein Coach, ja. Aber aktuell für den Kampf trainiere ich bei den Dulatovs, aber Abu Khudaifa, also Coach, ist immer meine Begleitung. Also auch in diesem Kampf wird er mich begleiten. Ob trainingsmäßig ist jetzt gerade zeitlich nicht da, aber der ist ja auch da, herzlich willkommen. Die verstehen sich ja auch gut.
Und aber aktuell mache ich meine Vorbereitung bei den Dulatovs. Und die haben mir bei Sachen, wo ich dachte, ey, boah, das kann ich für gut, gesagt, ey, du machst das falsch. Und bei Sachen, wo ich dachte, ey, ist okay, sagen die, ey, zum Beispiel Schläge, ne, wenn du mit deiner Reichweite gut umgehen kannst, Junge, dann, so, dann kommt keiner an dich an und du hast eklige, explosive Schläge. Jetzt hast du dann, sagen wir mal, den dritten Kampf, ja? Das wäre dann der Tute. Wie sieht generell, was deine Planung aus? Ich will wirklich trainieren, auch für diesen Kampf muss ich gerade meinen Arm schonen, damit ich überhaupt am Kampftag, also ich bin ein bisschen mit, so mit links am Jappen, wenn wir im Studio sind, links, gehe ein bisschen schwimmen, aber ich kann wirklich ohne Spaß nicht richtig trainieren gerade. Okay. Wenn dieses Problem im Griff ist und ich hoffe nach dem Dudi-Kampf, dass das dann nicht ein noch größeres Problem geworden ist, weil da, beim letzten Kampf war es so, will ich wirklich einmal dieses Boxen-Ding richtig annehmen, weil jeder, mit dem ich Sparring mache, jeder, bei dem ich trainiere, sagen mir immer, ey, es kann doch nicht sein, dass du noch nie geboxt hast. Es kann doch nicht sein, dass du dir das selber beigebracht hast, aber doch. Ja. Und dann scheint es mir ja so zu liegen, wenn so viele verschiedene unabhängige Leute voneinander das sagen, heißt das für mich, ey, nimm das mal ernst. Ich werde keine Boxerkarriere mehr machen. Ich bin 33. Aber sag niemals nie. Hier so diese Leute wegräumen, diese Rapper, Influencer, YouTuber, so ein Nacht, wenn die nicht mehr übrig sind, vielleicht fange ich an wie Jake Paul, mich dann so mit den MMA-Kämpfern im Boxen anzulegen. Weil Triple A hat mich schon gesagt, ey, wenn keine Gegner da sind, müssen wir aus die Jake Paul machen. Wer wäre denn so dein Traumgegner, das sagst du in Deutschland? Frankie. Den würde ich wirklich gern mal wegklatschen. Frankie? Oder gegen den würde ich gern kämpfen, sagen wir so. Ja. Wer? Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das. Ich hab wirklich. Ja, Mann, das war echt ein großer Moment jetzt. Der war nicht mal schlecht. Das wird so wahrscheinlich auf deiner Bewerbung ganz oben stehen. So. Ich hab einen halb guten Witz gebracht. Du wirst es nicht glauben. So an seiner Grabrede sagen die, Frankie, der hat mal einen Witz gebracht. Willst du sonst noch was loswerden? Außer dass Frankie. Komm zum Kampf, unterstützt. Es wird auf jeden Fall Blut. Also. Ich gebe mir immer Mühe, dass ich entweder einen geilen K.O. mache oder dass es eklig blutig wird. So, bis jetzt habe ich alles eingehalten. Ich habe auch jetzt noch keine lange Laufbahn, muss man sagen. Aber in den zwei Kämpfen gab es einen Blitz-K.O. und einen Matsch-K.O. Das Blut klebt immer noch an den Handschuhen, aber Hamza. Dass ich auf Triple A darf. Boah. Letztes Mal habe ich es verkackt. Ja, aber ich habe es ja dann für dich geklärt, grad, wenn du dich erinnerst. Ich habe ja mit dem Martin geredet und habe gesagt, ey, das war von denen nicht so gemeint. Der ist ein super Typ, ist ein Bruder. Der wird auch gleich eine Story machen. Hat er gesagt, ja, ist okay. Er kannte dich ja nicht, weißt du? Und er hat nur den Satz gehört und hat dann gesagt, ey, was ist das? Du kommst auf meine Veranstaltung raus. Ja. Und so. Aber haben wir... Aber auch nicht korrekt von mir, verstehst du? Ja, deswegen, ich hab's ja ohne mit dir zu reden schon für dich geklärt gehabt und bin dann erst zu dir gekommen, zu sagen, ey, Bruder, ich habe schon geredet, so... War es ein Missverständnis und deswegen, vielleicht kriegen wir dich zum Kampf, warum nicht? Du kannst kämpfen. Sicher kann ich kämpfen. Für dich brauchen wir aber einen, weißt du, wen wir brauchen? Einen von diesen TikToker-Kampfsportlern. Okay. So ein, zum Beispiel Umut, Oma, die sind ja alle in deinem Kampfsport und sehen sich als Kampfsportler, die mit Influencern nicht kämpfen wollen. Ja. Das ist so, dann bist du quasi eigentlich... Umut ist ein sehr guter Bruder von mir. Ja, ich meine, guck mal, Umut ist auch ein Bruder von mir, mit dem würde ich auch nicht kämpfen, sag ich dir ehrlich. Außer wenn wir morgen auf einmal einen Streit kriegen wegen keine Ahnung was oder ja, so. Das ist was anderes. So, aber so allgemein, ich werde auch immer aufgefragt. So, ich mag ihn zu sehr, weißt du? Wir kennen uns auch privat und reden auch sehr, sehr, sehr oft miteinander. Das Problem ist, wenn ich kämpfe, will ich eklig sein im Kampf. Ich will reingehen und ich will so feste zuschlagen, ich will seine Knochen spüren. Ich will auch, dass der Gegner mich auch hart schlägt. Wenn es bei mir klingelt, dann habe ich Bock da drauf. Ja. Ich habe keinen Bock, dieses, ey, ja, so, ich will auf jeden Fall gewinnen, aber ich will ihn nicht brechen, ich will, dass er nicht K.O. geht, aber ich muss irgendwie gegen den gewinnen. Ja. Keinen Bock auf so eine Scheiße. Ja. Nachdenkenkampf. Ja. Und das wäre bei Umut der Fall. Das wäre so ein Nachdenkenkampf, weißt du? Und bei ihm genauso und bei mir genauso und deswegen. Aber so von den anderen Jungs. So ein Aslantix wäre, glaube ich, gut für dich oder bist du mit denen auch gut? Den kenne ich, glaube ich, nicht. Aslantix. Oh, Top-Gegner Aslantix. Für dich. Oh, der ist krass. Top-Gegner für dich. MMA oder Handschuh mit MMA geht nicht mehr. Warum? Fuß. Gebrochenes Schienbein und Sprunggelenk gehabt. Ich kann nicht mal laufen. Aber Boxen mit MMA-Handschuhen? Das sicher geht immer. So. Ja. Haben wir schon was geklärt? Holt mich. Ich klär das. Ich telefoniere gleich eh mit Dino. Ja. Und ich denke mal, warum nicht? Hättest du auch Bock auf die Veranstaltung jetzt sofort schon? Wann ist die? Dezember, 7. Da bin ich fit, hundertprozentig. Ich bin immer fit. Bin immer bereit. Jederzeit, jede Sekunde, jede Minute. Ja. Egal was kommt. Ich weiß, Bruder, du bist gut. Ich kenne deine Kämpfe.
Gefällt mir. Ich bin so wie du, ich will es auch dreckig machen. Ich sag dir ganz ehrlich, natürlich will ich gewinnen, aber im Vordergrund steht für mich einfach raus aus dieser Gesellschaft, aus diesem Hamsterrad, rein für ein paar Minuten in dieses Kriegsfeld. Und rumklatschen. Klatschen. Ob ich jetzt selbst Knockout gehe oder ob er, ist mir scheißegal. Ja, ja. Ich will einfach klopfen. Ja? Und wenn ich reingehe, sehe ich gerade, weil du auf dem Weg hast. Aufpassen. Ich habe schon beim Hinhören gewusst, dass das so was Unnötiges ist, aber weil die Kamera läuft, wollte ich so tun, als ob es mich interessiert. Dankeschön, Bruder. Österreichische Kämpfer hier, aufpassen von Wien.